sind wir in der Geisterstadt, wenn ich mich gerade nicht täusche. Genau. Officer 1. Hey, ich habe eine wichtige Nachricht vom Polizeichef gerade bekommen. Die Polizei von Caledon City braucht dringend Hilfe, um eine Untersuchung auszuführen. Die müssen da hingehen und denen helfen. Officer 2. Okay, na dann gehen wir mal. Klingt irgendwie falsch. Hallo. Guten Abend, Trainer. Willkommen in Lavendeltown. Lavendelstadt? Ich werde mich mein Pokémon heilen. Dankeschön. Tschüss. So, jetzt kann ich da oben noch ein bisschen durch den Berg gucken, wenn ich überhaupt wieder zurückkomme. Fällt mir gerade ein. Ach, erstmal schon mal falsch gelaufen. Oh, du bist ein Käfersammler. Komm hier oben rum. Ich habe Probleme mit dem Steintyp von Pokémon. Meine Pokémon sind da in einem Typ-Nachteil. Ja, so ist es, Bugcatcher Steve. Aber auch hier bist du nicht viel besser dran. Denn du bist schon tot, bevor du deinen Fokus Energy wirklich benutzen kannst. 6000 Münzen gekriegt. Oh, dankeschön. Danke für die Lehrstunde. Ich werde härter trainieren. Ich habe nicht mit dem Käfer-Pokémon gespielt, ne? Habe ich platt gemacht. Ohne Typen-Nachteil. Hey, hier geblieben. Ich fühle mich ein bisschen müde. Ich bin eine ganze Weile schon nicht mehr gewandert. Ach komm. Ist nochmal halt locker platt. War halt nur einfach das falsche Element für das Käfer-Pokémon, das ich direkt eingesetzt hatte. Hier direkt machen wir das nochmal platt. Also machst du mit Ruckzuckhieb hier nochmal schnell was. Nope. Überlebt. Machen wir Wünsch. Noch besser heilen. Dann noch ein Flugangriff. Hopp. Und heile ich Windwunsch wieder voll hoch. Das finde ich ja geil, die Kombo. Ah, ich bin so müde. Ich war einfach nicht dafür bereit. So, wo geht's denn hier oben lang? Bulbasaur kann Flash lernen, Blitz lernen. Ja, kann mein Beauty auch, mein Knospi. Ja, Assurance. Mega Drain muss eigentlich nicht wirklich sein. Genau. Also gar nicht. Toxic Spike nutzen wir erstmal. Weil wenn ich das besiege, muss ich sie auch einwechseln. Deswegen. Platt machen. Tot. Keine Pokémon. Das ist jetzt eigentlich automatisch. Absorb Toxic Spike. Schweinerei! Der wird nicht vergiftet. Weil es ein Gift. Oder weil er Gift-Subtyp hat oder so ein Quatsch. Na gut, ich glaube, macht er einfach. Wird einfach platt gemacht. Nein, nicht mein Bisasam! Dieser Knosp. Nee, Bisasam war das, genau. Veno Shock! Jawoll! Wo ich hier oben noch hinkomme. Das ist aber nix. So eine Kacke. Hallo, Pinkiller. Jo, ich bin allein Unterhalter. Was soll's? Ich mach gerade den Felstunnel fertig. Und ich habe gar nicht allzu sehr verpasst, dass du geschrieben hast. Und die blöden Steinpokémon machen mein Bibo immer kaputt. Voll nervig. Können wir jetzt hier bessere Bälle kaufen? Hallo! Was möchtest du heute kaufen? Jetzt können wir hier Superbälle kaufen. Okay. Und Super Potions. Nehme ich mal noch ein paar mit. Wenn es mal nicht viele sein. Belebe können wir auch kaufen. Dann nehmen wir auch noch mal ein paar mit. Einfach zu warm für dich. Ja, okay.
Die meisten Leute werden wahrscheinlich damit Schwierigkeiten haben. Sonst muss ich mir mal die ganze Stadt wieder erkunden. Bin gerade in die Stadt gekommen. Ich muss mit allen Leuten wieder reden. Ist der Fujis Notizen? Ich bin zum Pokémon-Turm gegangen, um nachzuschauen, warum Marowak gestorben ist. Tragossos Mutter. Mr. Fuji. Ich muss in den Tower gehen, um mal nachzusehen, was dort passiert ist. Okay, erst muss ich wohl hinterherlaufen. Bin jetzt hier in der Geisterstädtchen. So, was sind denn hier? Die Ehrenhalle. Früher Haus der Erinnerungen. Okay. Ich bin früher häufig hergekommen, um mich von meinem Squirty zu verabschieden. Ist Squirty jetzt ein Spitzname? Spritzer, Spritzli oder soll ich es auf Deutsch übersetzen? Aber die letzten Entwicklungen haben sein Grab in den Haupttower und viele andere auch bewegt. Ich denke mal, es ist fürs Beste. Wie viel Grad waren es denn bei euch? Das würde mich ja mal interessieren. Bei uns ging es eigentlich noch. Also bei uns war es nicht erdrückend heiß. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich bin selbst ein wenig verwirrt bei diesen Wiederentwicklungen. Aber wenn das Wiederaufbau, wenn das mehr Besucher in unsere kleine Stadt bringt, dann ist es eine gute Sache, stimmt's? Ich kann hier komische Geräusche hören. Vielleicht soll ich wieder weggehen. Okay. Move Tutor Foul Play. Mystic Mac. Ja, 32 Grad in der Halle 24 geht ja. Dit geht ja. 32, ich glaube, ein bisschen wärmer als bei uns. Bei uns waren es, glaube ich, vom Gefühl her schätzungsweise so knapp 30. Also gerade noch unter 30, würde ich sagen. Jungchen, ich habe die Kraft. Ich habe die Kraft, die Aura von mystischen und mächtigen Pokémon zu spüren. Möchtest du, dass ich die ätherische Aura, die dich umgibt, lese? Ja, bitte. Da muss irgendwas im Wind sein. Entschuldigung, dich gestört zu haben, mein Jungchen. Okay, in anderen Ländern gearbeitet, wo es wärmer war. Ja, okay, dann ist das immer so relativ, ne? Was kann ich denn hier kaufen? Willkommen zu meinem Custom-Kostümladen. Was möchtest du kaufen? Okay, kann mich für Ingame-Geld sozusagen neue Kostüme kaufen. Wenn man zu viel übrig hat. Beanies. Okay. Wenn ich irgendwann zu viel übrig habe. Was gibt's hier? Casual Clothes, Basic Clothes. Was sind Casual Clothes? Nee, lass mal für den Preis. In welchen Ländern hast du denn schon mal gearbeitet? Das würde mich dann schon mal interessieren. Also ich, logischerweise wahrscheinlich irgendwo im Süden. Aber wo war es denn so? Hast du ein Beispiel, worüber du reden darfst, ohne dass du jetzt direkt von einem ehemaligen Arbeitgeber auf die Nase kriegst? Du kannst dir deine Halloween-Punkte ausgeben. Indien und Thailand? Eieieiei, das ist aber ja nicht direkt um die Ecke. Wie bist du denn dazu gekommen? Hast du wirklich dort aktiv gearbeitet, so für eine längere Zeit, oder hat dein Chef dich hingeschickt für ein Projekt? Möchtest du hier was anschauen? Es würde dich nur ein Blut kosten. Das ist ja nicht so viel. Wie bekomme ich die Punkte? I want to tell him to let me suck his blood, but this is on my case. So scary. Ich würde ihm gerne erzählen, dass ich dafür dein Blut saugen muss, aber diese alte Dame hier würde mich dafür ausschimpfen, dass ich Kunden vertreibe.
Warum müssen wir das hier als Touristenattraktion betreiben und nicht als eine Falle? Halloween-Punkte bekommt man für Gefälligkeiten rund um die Insel. Okay, 3 bis 4 Wochen hat er deinen Chef dich sozusagen für ein Projekt hingeschickt. Ja gut. Aber ich glaube, das ist halt immer, man stellt sich das so vor, ich würde so gern in Miami arbeiten oder in Thailand oder Indien, wenn ich so das gleiche Geld verdienen würde, dort wohnen könnte, wäre voll super. Und dann realisierst du, die haben dort im Sommer 40 Grad und eine Luftfeuchte von mehr als 100%, weil es ständig feucht ist. Wo man halt sonst okay sagen kann, ich leg die Füße hoch und lieg am Strand, aber wenn du halt arbeiten musst, ist halt scheiße. Von den langwierigen und langweiligen Jobs, die du bekommst, um wenn du Following Tourists aus dem Momento Invention in May Embark on. Für die folgenden Touristen, die zum Moment. Ich verstehe es nicht. From the mundane odd jobs you do for the following tour for the following tourists to the monumental adventures you may embark on. You will be rewarded Halloween points. They can be redeemed people. Also es gibt bestimmte Touristen, die mir Aufgaben geben, wofür ich Halloween-Punkte kriege und die kann ich hier eintauschen. Ja gut. Erkunde einfach die Insel. Sei nicht schüchtern. Das, wenn du einen totalen Misserfolg hast, werde ich da sein, um dein Blut aufzuwischen. Ja, logisch. Das ist, gerade wenn man es nicht gewohnt ist und einfach mal dort ein paar Wochen ist, logisch, dass es dann einfach nur extrem anstrengend ist. Weil die sind ja dort aufgewachsen, die können sich, haben sich sozusagen jahrelang akklimatisiert. Aber sonst Pumpkinheads, Duskullheads und Misk. Halloween Points? 0. Das ist ein Skullhead. Nee. Ich wollte es eigentlich mal sehen, wie es aussieht, aber sehe ich nicht. Welche Insel kann ich denn hier eigentlich erkunden? Ich bin ja auf gar keiner Insel. Rechtsradikal. Wow. So, aber hier komme ich jetzt schon direkt weiter. Ich muss hier gar nichts machen. Mit Hunde ein bisschen. Ich eigentlich eher. Ich angel. Bitte. Ah, jetzt habe ich mal was gefangen. Ein Krabi, Level 25. Beneschock. Sollte sie nicht töten. Hätte es nicht töten sollen, aber 5000 XP. Muss jetzt das ganze Wasser aber dann schleppen. 6 Liter Wasser? Soll 6 Kilo irgendwie mitschleppen? Level 25? Hey, das muss ich, den muss ich nur einen Kampf machen lassen, das ist ein Garados. Ist halt voll okay. Weil die kriegen ja immer einen Punkt vor Level Up, haben die ja immer ihre XP-Leiste. Hier, Pokéball. Dankeschön. Kann ich die mal kurz wegpacken? Was ist da? Kommt noch da hoch, das darf nicht vergiftet sein, sonst stirbt es ja noch hier, muss man kurz heilen. Okay, für Getränke aufkommen muss. Ja gut, solange du nur Wasser getrunken hast, ist ja okay. Teuer wird es erst, wenn es irgendwie dann Limo ist, wobei man wahrscheinlich bei irgendwie 36, 37 Grad nicht Limo trinken will. Wobei, gibt solche und solche. So. Zack, zack, zack. Hier, du hast Kopfnuss. Creeper-Berries, na gut, dann gibt es ja halt Bären. Ich dachte, hier kommt mal 4 aus. Aber Wasser ist ja trotzdem, na gut, in Indien wahrscheinlich nicht.
Aber die meisten Sachen gehen ja noch. Hier. Ich kann euch auch fangen. Na egal, mach ich irgendwann nochmal. Oder hier. Kann ich Seismikas machen? Ist das so effektiv? Ja, das geht sogar. Dann kann ich ja hier Ethan noch einen Pokéball werfen. Ich kenne zumindest ein paar Leute, die immer Cola trinken. Die trinken kein Wasser, trinken immer Cola, wo ich mir auch denke. Aber dann halt Diät-Cola. Ist nicht so wahnsinnig sinnvoll, was ihr da tut. Ey, du blödes Vieh. Ja, kriegst halt einen Superball ab. Befreist sogar einen Superball? Willst du mich verarschen? Oh oh, dumme Idee. Dumme Idee, dumme Idee. Ah, dumme Idee. Ich werde die Katze wieder getötet. Ich hätte auch Pokéball normal werfen. Hat sich eh befreit. Okay, es macht auf Keks. Superball. Fick dich. Ist halt tot. Level 26. Level 35. Nee, du nicht. Warum entwickeln sich das hier nicht? Entwickelt sich das nicht auf Level 20? Moment. Der ist hier irgendwo. Magikarp. Flail Tackle. Steht nicht, wann sich entwickelt, das fehlt mir immer ein bisschen bei dem Pokémon hier, in dem Pokémon-Dingens. Haben das irgendwann mal geändert? Level 20 entwickelt sich, das müsste sich jetzt voll entwickeln. Ja, warum hat es denn gerade nicht entwickelt, wo es Level 26 geworden ist? Das wäre Sirup. Ich glaube tatsächlich, dass man sich da entwöhnt. Das ist ja auch bei den, auch vielen Amerikanern, die zum Beispiel nach Deutschland kommen, sagen ja eigentlich, dass es voll komisch ist, dass hier in Deutschland alles so nach wenig schmeckt. Und das ist einfach, weil wir in Deutschland halt viel weniger Gewürze benutzen, also wirklich viel, viel weniger Gewürze benutzen. Und auch die ganzen Limos und so, dass sie nicht süß werden und so. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm. So, Magikarp, nee, nicht Magikarp, ich will dich wieder haben. Oh, das hat Pech gehabt.